Hallo, willkommen zu Lone Star. Wir spielen Elex 2. Ja, wir sind hier ein bisschen im Norden von der Bastion unterwegs. Jetzt wollten wir hier mal rüberschauen. Den Weg nehmen. Vielleicht mal diese ganzen Häuser abklappern, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Hier waren wir gerade, da wollte keiner mit uns reden. Ansonsten können wir natürlich auch mal dann hier rüberschauen. Aber ich glaube, wir gucken erstmal hier den Weg lang. Ich meine, da wissen wir ja schon, dass hier nur Feinde sind. Vielleicht sind wir auch mittlerweile stark genug für die. Mal schauen. Ah, ein reisender Händler. Da können wir natürlich mal gucken. Aber jetzt schauen wir erstmal hier rein und dann gehen wir hier runter, dann darüber. Ja, und dann schauen wir mal, was da ist. So, jetzt erstmal der Plan. Ein bisschen umschauen in der Welt. Da gibt's nichts. Ah! Bin ich irgendwie hängen geblieben? So war das nicht geplant. Ah, da, doch einer. Falk? Hallo. Einen Moment noch. Probleme? Hochinteressant. Ich hatte schon vermutet, dass ich dich hier wiedersehe, Jax. Im Gegensatz zu dir überrascht es mich eher, meinen Lieblings-Cyborg hier zu sehen. Du hast mich erwartet, Falk. Der Himmel tat sich auf und die Fremden kamen zu uns. Wer erwartet da nicht, dass unser aller Erlöser wieder auf den Plan rückt und ein weiteres Mal unsere Welt rettet? Langsam, mein Freund. Ich fürchte, das wird mir nicht gerecht. Ach, Falk. Ich sehe mich nicht als Erlöser. Ich verfolge vornehmlich meine eigenen Interessen. Und das weißt du auch. Das mag sein. Doch wenn du auf dem Weg rein zufällig auch noch für den Fortbestand unseres Planeten sorgst, dann hast du zweifelsohne den meisten Menschen von Magalan etwas voraus. Was machst du denn hier? Warum bist du nicht bei den anderen Klerikern? Ich erfülle gerade einen Auftrag. Doch ich denke, ich kann ihn für eine Weile pausieren, denn ich muss dir zunächst eine Frage stellen. Raus damit. Kannst du mir helfen? Es hat mit meiner Weiterentwicklung zu tun. Ich fürchte nämlich, ich bin in einer Art Sackgasse gelandet. Du bist künstlich, ein Android. Wie entwickelt man eine bereits gefertigte und laufende Maschine weiter? Ähnlich dem Vorgang des Erwachsenwerdens eines Menschen habe ich schon viele Stationen durchlaufen. Doch ich bin noch nicht ganz da, wo ich eigentlich sein will. Und das wäre? Ich will menschlicher werden. Doch stoße ich an vielen Stellen an meine Grenzen. Klingt nach einem sehr ambitionierten Plan. Es ist viel mehr als nur ein Plan. Ich verspüre eine Art Bestimmung. Cyborg mit Ambitionen. So langsam mache ich mir echt Sorgen um dich. Oh Mann, schalte dich endlich ab, bitte. Oh, tja, ich weiß auch nicht. Was sagt man denn da zu Data? Ey, ich meine Falk. Irgendein unerklärlicher Drang tief in meinem Inneren bringt mich dazu, Dinge zu tun, die ich rational nicht erklären kann. Und irrationales Verhalten ist doch eigentlich typisch für eure Spezies, oder? Daher will ich mehr über euch und eure Verhaltensmuster lernen. Wirst du mich dabei unterstützen? Klar, was denn? Was genau soll ich denn für dich tun? Ich brauche jemanden, der mir in allen Einzelheiten vermitteln kann, was es heißt, ein Mensch zu sein.
Ich brauche einen Mentor, der mir meine Fragen beantworten kann, die in einigen meiner Schaltkreise zu Feedback-Schleifen führen. Es ist wenig zielführend und noch weniger effektiv, wenn mir so etwas passiert. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Teil-Reset und mehrere umfassende Selbstanalysen durchführen müssen. Ein Teil-Reset? Warum sollte man so etwas wollen? Ich hatte keine andere Wahl. Ich war nahezu lahmgelegt, weil ich mit einer trivialen Sache beschäftigt war, die für euch Menschen vermutlich leicht zu beantworten gewesen wäre. In einer brenzlichen Kampfsituation könnte so etwas tödlich sein. Ambitionierte Selbstversuche. Erklär mir mehr über deinen unerklärlichen Drang, menschlicher zu werden. Welche triviale Sache hat dich denn so beschäftigt, dass es dich fast lahmgelegt hätte? Ja, fragen wir das mal das Zweite. Welche triviale Sache hat dich denn so beschäftigt, dass es dich fast lahmgelegt hätte? Ihr Menschen habt so einen Instinkt, den Selbsterhaltungstrieb. Wir Maschinen haben zwar etwas Ähnliches, jedoch ist er von reiner Logik bestimmt. Das lässt sehr oft eine gewisse Art der Kreativität vermissen. Wenn ihr Menschen in die Enge getrieben werdet, könnt ihr oft über euch selbst hinauswachsen. Ihr könnt dann Dinge tun, die ihr sonst niemals schaffen würdet. Wenn ich meine Schaltkreise damit beschäftige, um es zu verstehen, komme ich zu keinem brauchbaren Ergebnis. Wie kann ich da helfen? Ich will in eine ausweglose Situation geraten, in der ich meinen eigenen Selbsterhaltungstrieb weiterentwickeln kann. Ja, das klingt nach einem Wenn Plan. Wenn ich dir folgen und in einen Kampf geraten würde, den ich eigentlich gar nicht gewinnen kann... Du willst, dass ich dich in tödliche Gefahr bringe? Ich kann es nicht alleine tun. Meine Programmierung verbietet es mir. Tja, sollen wir ihn in die Schlucht springen lassen? Das wäre ja böse. Dann lass es, aber dann sagen wir doch erstmal das hier. Moment, das ist doch schon so eine Art Selbsterhaltungstrieb. Unbrauchbar. Ich steigere so ja nicht meine Fähigkeiten. Ein Mensch würde über sich hinauswachsen. Oder sterben. Das Risiko muss ich eingehen. Es gibt da eine sehr gefährliche Gegend, ganz hier in der Nähe, in der ich mich freiwillig nicht besonders lange aufhalten würde. Gib mir den Befehl, dorthin zu gehen und begleite mich. Nur so kann ich das erwünschte Ergebnis erreichen. Jetzt schon? Erzähl mir mehr über deinen unerklärlichen Drang, menschlicher zu werden. Ich habe diesen Zustand seit etwa 3 Monaten, als wäre eine Art Zeitschaltuhr gestartet, von der ich bisher noch nichts wusste. Hast du eine Idee, wodurch diese ausgelöst wurde? Ich habe schon sehr lange darüber nachgedacht. Jedoch fällt mir kein bestimmter Moment ein, der zu einem solchen Ergebnis führen konnte. Vielleicht wieder eine Schikane meines Erbauers. Konrad. Und du weißt, was ich meine, oder? Allerdings, ich erinnere mich noch gut an die Aktion dieses verrückten Wissenschaftlers. Dann kannst du dir ja vorstellen, wie es mir als eine seiner Schöpfungen gerade ergeht. Es ist, wie ich schon sagte, bisher unerklärlich. Gegen diese runde Kugel haben wir im ersten Teil gekämpft. Ja, ich glaube, wir speichern vorher. Ah ja. Nicht schlecht. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben? Das weiß ich nicht. Gibt's hier nicht noch was Schönes? Dietrich hat einen großen Schlenker mit dem Arm gemacht, um das einzusammeln. Der arbeitet gerade hier. Gehen wir vielleicht erstmal in das andere Gebäude rein.
Zumindest sind wir wohl schon in der Nähe der Kleriker. Aber er wird uns jetzt halt auch wieder in eine andere Gegend führen, wo ich eigentlich jetzt gar nicht hin wollte. Tresor. Ja, im anderen Teil, da gab es immer so Nachrichten, die man gefunden hat. Also im ersten, wo dann so Hinweise waren für den Tresor. Hier finde ich mal wieder gar nichts. Weil meine Hacking-Skills sehr schlecht sind, weiß ich nicht, ob wir da weiterkommen. Hier aber auch keinen Hinweis. War ja wohl mal ein Büro. Aufzeichnung eines Telefonats. Du kannst mich doch nicht einfach im Büro anrufen. Ich weiß nicht, ob die Leitungen abgehört werden. Warum sollte unser Gespräch überwacht werden? Ich wurde von einem Wissenschaftler erwischt, wie ich sie belauscht habe. Seitdem verfolgen die mich. Die wollen mir etwas antun. Was sollen die denn vorhaben? Du spinnst doch. Ich habe wertvolle Informationen. Wenn ich die meinem Chef zukommen lasse, sind die ihren Job los. Die werden alles dafür tun, damit ich nichts weitererzählen kann. Jemand, der am Empfang arbeitet, ist schnell zu ersetzen. Pass auf. Du beruhigst dich erst einmal und ich komme gleich vorbei, hm? Dann reden wir ausführlich über die ganze Sache, hm? Ja, was hat das jetzt für ein Gespräch? Geht doch. Und da liegt ein Breitschwert drin. Ja, warum auch nicht? Ein Stofftier, ein Messer, Geld und Klopapier. Das ist ja mal eine richtig interessante Mischung für einen Tresor. Ob wir auf den Turm schon raufkommen, ohne runterzufallen? Immer ein Versuch wert. Ja, da gibt's wohl nichts. Ah, da ganz oben ist noch was. Da müssen wir erstmal eine Zwischenlandung machen. Dann können wir die Leiter nehmen. Dead Clerics. Okay. Plünderer. Quatsch. Plünderer. Ich bin der Plünderer. Der Wilderer. Tot. Wohl auf Kleriker geschossen. Die haben ihn dann entsorgt, haben ihm das Schwert in den Rücken gestoßen und haben ihn liegen lassen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da wieder heil runterkommen. Ja, das geht gut. Kaya hat ja schon ein besseres Jetpack, bei der sieht es viel besser aus als bei mir. Eine Werkstatt für Autos. Oder Kraftfahrzeuge.
Was haben wir denn hier? Bremsraketen. Ach stimmt, die haben ja eigentlich auch eine geheime Nachricht. Die liegt natürlich offen rum. Er hat zugegeben, dass er bei eurem Treffen etwas mitbekommen hat. Was es genau war, wollte er nicht sagen. Er hatte zu viel Angst, dass man uns über die Telefonleitung abhört. Ich werde zu ihm nach Hause gehen. Sobald er auch nur eine entscheidende Aussage bestätigt, war es das für ihn. Man sollte seine Nase eben nicht in fremde Angelegenheiten stecken. Okay. Da ist ein Viech. Ein Reißer. Oh. Ich wollte gerade sagen, also einen Reißer werden wir doch zusammenkriegen. Oh, da haben wir noch einen. Ah, wir haben jetzt nicht helfen können, bekommen auch keine Punkte dafür. Schauen wir doch schnell mal, ob wir Hintergrundinformationen zu Falk finden. Falk. Falk könnte man von seiner Grundeinstellung her als einen netten und höflichen Kleriker bezeichnen. Allerdings fand Jax während des Krieges gegen die Alps heraus, was er in Wirklichkeit war. Ein Cyborg, der im damaligen Ignadon von einem verrückten Wissenschaftler erschaffen wurde, um den Kleriker als Prototyp im Krieg gegen die Alps zu helfen. Sein Bestreben, ein Mensch zu werden, führte ihn oft auf so manch seltsamen Irrweg. Naja, komm. Falk. Schauen wir mal auf die Karte. Wo sind wir denn gerade? Oder sollen wir schnell noch in die anderen Häuser hier schauen? Aber er hat doch gemeint, das wäre in der Gegend. Dann mal los. Geh vor und führe mich zu deiner gefährlichen Stelle. Sehr gut. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Komm mit. Ja, das ist nicht die Gegend, in die ich gehen wollte. Ich wollte eigentlich in die andere. Was macht diesen geheimnisvollen Ort so gefährlich? Allein der Weg dorthin ist schon quasi das Ziel. Du wirst schon sehen. Redest von wilden Tieren und Kreaturen, die uns angreifen? Nicht nur das. Es gibt rational, aus meiner Sichtweise, keinen rationalen Grund, dorthin zu gehen. Was? Schon das allein ist wider meiner Programmierung. Achtung! Denkst tatsächlich, dass etwas anderes als deine Programmierung dein Handeln leiten wird? Klingt ziemlich esoterisch und irrational, nicht wahr? Genau das ist ja mein Ziel. Achtung! Dann weiter. Ich weiß gar nicht, was man macht, wenn man mal eine Mission erwischt, für die man wirklich noch zu schwach ist. Ob man die dann irgendwie abbrechen kann. Das hat Konsequenzen. Ich greife an. Leder.
Da gibt es wieder Honig. Falk, von dort kommen wir. Echt jetzt? Wo ist er denn hin, der Kretter? Nochmal Honig. Oh. Ich erledige das. Ein Kampf. Ja, Falk trifft hart. Eieiei. Aber das ist echt genau der gleiche Weg. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Wir wollten doch ein bisschen mehr von der Welt sehen. Jetzt sehen wir das gleiche nochmal. Naja. Aber diesmal ist es auch ein schönes Wetter hier. Kannst nochmal genießen hier den Weg. Pflanze am Wegesrand einnehmen, mitnehmen. Hä? Ein Pestkrei? Ich sehe ihn nicht. Das wäre ja fast schief gegangen. Jetzt muss ich mal wieder hier ins Inventar schauen. Da war einfach nichts mehr zu sehen. Vor lauter Gestrüpp. Das sollte reichen. Vielen Dank. Und, was hat es dir gebracht? Ein ganz entscheidendes Detail. Die Frage nach dem Sinn und Zweck, sich freiwillig in tödliche Gefahren zu begeben. Was? Den gibt es nicht. Es sei denn, etwas zwingt dich dazu. Das ist eine Erfahrung, die ich bisher noch nicht hatte. Alles, was ich bisher getan habe, diente immer einem höheren Zweck. Das hier war die reinste Sinnlosigkeit und dabei hochgefährlich. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde gleich anfangen, die Daten auszuwerten. Wie du meinst. Was machst du denn sonst so? Ich habe in letzter Zeit eine Menge Auftragsarbeiten angenommen. Den Erlös meiner Dienstleistungen nutze ich meist für die Wartung meiner Ausrüstung. Du bist ein Söldner? Im weitesten Sinne könnte man das so bezeichnen. Dann könnt ihr doch für uns arbeiten. Natürlich tue ich es vornehmlich für die Gemeinschaft der Kleriker. Wie wäre es, wenn du mir in Zukunft bei meiner Sache als Waffengefährte aushilfst? Warum nicht? Ich habe gerade ein bisschen Zeit, die ich erübrigen kann. Heißt aber auch, dass ich noch den einen oder anderen Auftrag anderweitig ausführen muss. Von mir aus, das lässt sich einrichten. Wo genau geht's hin? In die Bastion. Ah ja, ich hörte davon. Einige Kämpfer haben sich dort oben stationiert. Ich hätte eigentlich auch darauf kommen können, dass es deine Leute sind. Gut, dann verhandeln wir jetzt über meinen Preis. Was? Eher lasse ich dich verschrotten, als dass ich dir auch nur einen Krümel Elixit gebe. Ach was. Okay, du willst Elixit? Ich sag doch mal eher das hier. Hm? Kein Problem. Kein Problem. Es wäre nur fair, wenn ich dich für deine Dienste bezahle. Nein,
Wenn ich meine Studien fortsetzen will, würde ich deine Dienste als meinen menschlichen Mentor hin und wieder gerne in Anspruch nehmen. Ich... vielleicht bin ich besser still. Darüber können wir reden. Gut, dann bin ich dabei. Ja, wie geht's ihm denn? Wie sieht's bei dir aus? Alles im Rahmen normaler Parameter. Mit einer gewissen Spannung erwarte ich die Dinge, die da kommen werden. Sagt man doch so, oder? Ja, oder so. Gut. Wie in alten Zeiten. Das sagt man doch so, oder? Ja. Ein Mensch würde das tun. Sehr gut. Dann können wir den Weg wieder zurück. Geht er jetzt in die Bastion? Ansonsten müssen wir ihn wieder einsammeln. Na, ich hoff's mal. Aber wir wollen gar nicht in die Bastion. Oder er geht zurück zu dem Punkt, wo wir ihn gefunden haben. Nee. Okay. Ja, dann rennen wir doch nochmal zurück. Noch einmal. Die haben hier alles voll gekackt. Naja, das dürfen sie. Ah, da ist die Bastion. Man kann sie hier schon sehen. Also, wir wollten mal hier diesen Weg hier machen. Dann gehen wir doch gleich mal vielleicht hier rüber zu diesem Häuschen. Wieder so eine Spinne. Könnt natürlich oben mal gucken, ob auf diesem Hügel was oben drauf ist. Irgendwas Interessantes. Jetzt haben wir doch noch einen schönen Blick auf die Bastion. Oh. Die hat es wohl ein paar erwischt. Sammeln wir mal die Überreste ein. War anscheinend ein Kleriker. Ja, das ist doch ein ganz schöner Blick, den wir hier haben. Ganz nett hier. Ja, da unten sind aber so Monster. Ah, hier, das gehört jemandem. Da steht Stehlen dran. Wir wollen natürlich nicht klauen. Wenn es sich vermeiden lässt, heißt das. Wem gehört das? Das gehört niemandem. Ein Verseuchter. Huah!
gehört also alles irgendjemanden. Ich weiß aber nicht, wem. Das war jetzt aber auch kein Treibstoff, den wir irgendwie mitnehmen müssten. Das heißt, wir brauchen nichts klauen. Das mag Kaya nicht, glaube ich. So, schnell noch was gekocht. Ah, hier ist noch ein Gebäude, oder? Sollen wir da noch schnell hinschauen? Ne Rade. Kranke Pestratte. Elex, Schrott. Ja, das kann man vielleicht gebrauchen, um da weiter hochzukommen. Dosenfleisch, Chili. Mächtiger Heiltrank. Alte Lampe. Schlaghammer des Baumeisters. Ein besonderer Schlaghammer. Ja, vielleicht ist das ja dieser Hammer. Wir suchen vielleicht überhaupt nicht so einen normalen Hammer, sondern vielleicht dieses Ding. Vielleicht ist es das. Er hat ja gesagt, es gäbe es an mehreren Stellen. Die Morkons hätten auch eins. Aber das können wir zumindest mal ausprobieren. Dann wäre das ja schon mal gar nicht schlecht. Da hätten sie noch mal ein paar. Dann nehmen wir mal den Eingang hier. Hier dürfen wir alles mitnehmen. Treibstoff! Jawohl! Schrotmunition. Wein. Wir nehmen den ganzen Teller auch noch mit. Klauen nicht nur die Energiebrühe. Ein Lagebericht. Es wurde soeben eine Gruppe von fremden Kreaturen entdeckt. Sie bewegen sich zügig auf eure Position zu. Wir werden versuchen, sie aufzuhalten. Für euren Posten wurde Verstärkung angefordert. Hört sich nach einem Kleriker an. Dann gehen wir mal zu dem noch. Ein Sturmwaran. Yeah!
Ja, daneben. Naja. Also gegen die kämpfe ich noch nicht so gern. Der war jetzt zwar nicht so gefährlich, aber wer weiß, so wie lange das hier alles noch steht. Ja, keine Ahnung. Vielleicht noch bis zum Teil 3. Wieder ganz dunkel hier. Wasser. Das könnten wir auf jeden Fall einfach ausbauen. Das sind ja gute Grundsubstanz hier. Deftige Kartoffelpfanne. Das sind so schöne Sachen hier und wir kennen die ganzen Gerichte gar nicht. Vielleicht kann man sich die irgendwo kaufen. Eine Armbrust liegen lassen. Wok. Wok, hey. Oh. Gibt's nichts. Das letzte Mal hatte ich mich ja beschwert, dass man keine Hinweise bekommt. Oh, Raketen für den Tresor. Und dann war da auch tatsächlich eine Nummer dran gestanden. Hier stehe ich jetzt schon wieder da und frage mich, wo ist der Hinweis? Gibt es vielleicht immer gar nicht den Hinweis? Ich weiß es nicht. Ready. 5, 7, mag er nicht alles. 3, 6, 5, 7, 2. Was? Nur die 7 ist richtig. Ach so, wir haben ja noch welche, aber die kann ich nicht tippen, die Zahlen. Vielleicht bin ich da zu schlecht dafür. 1, 5. Die gehen alle nicht. Ja, die waren ja alle falsch. Sonst hätte das gesagt. Nochmal eine 7 geht nicht. Fünf, sieben geht nicht. Die gehen alle nicht. 5 geht nicht. 1 geht auch nicht. 1, 5. Ja, die 2 ist falsch. Ich kann aber die Tasten nicht benutzen. Sieben geht nicht, die 5 geht. Die 1 geht nicht. Nochmal eine 5 geht nicht, eine 5. Geht auch nicht. Ach, die 0 haben wir vergessen. Eieiei. Ei, ei. Handgranate. Nehmen wir mit. Und Bolzen. Einen Haufen Bolzen. Sehr schön. Als nächstes geht es dann zu dem kleinen runden Turm und dann schauen wir da mal in das Fort hinein. Das sind dann vermutlich die Kleriker, weil der Falk ja hier schon war. Ob das wirklich so ist, schauen wir aber nicht mehr heute. Ich würde sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal ein kleines Päuschen.
Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.